Hey Leute und herzlich willkommen zu meinen Top 10 Games 2018. Meine diesjährige 2018 besteht aus dem ersten Platz 10, Far Cry 5, war ein interessantes, gutes Spiel, was auf jeden Fall den Nachfolger gut gemacht hat. Und ich fand die Bösewichte im Sinne von den Jesus gut, der Sekte, das Thema Sekte, und war im Prinzip auch geil umgesetzt. Und was mich halt ein bisschen stört, ist halt, man hatte zu viele Sammelquests. Man musste dies sammeln, die Puppen, dann müssen wir das sammeln, dann das sammeln, dann das sammeln. Bestand jede Aufgabe was im Sammeln, aber das hat mich echt angekotzt manchmal. Es gab mehrere Enden, fand ich auch nicht schlecht. Dann kommt Platz 9, The Last of Us Remastered. Das ist ein älteres Spiel, was 2015 rauskam. War nicht schlecht. Ich habe aber mehr erhofft. Weil es, ja, hat sich schon ein bisschen lang gezogen, fand ich. Aber die Story ist einfach gut umgesetzt und hat mir gefallen. Und ich bin auch gespannt, wie der zweite Teil wird, ob er besser wird oder schlechter, kommt drauf an. Hat von mir aus 90% bekommen, also ganz okay, ne? Das ist ganz schön gut. Platz 8 ist Wolfenstein 2, was auch nur ein, zwei Jährchen auf dem Buckel hat. Das heißt, oder? 2017 kam es raus. Ja, 2017. Und hat mir Spaß gemacht. Hat wieder dieses eine Geballer zu tun. Ich bin ja eigentlich so der Fan von Schießereien und so. Aber wenn das eine gute Story hat, dann nehme ich das auch an. Und zwar ist das die Story. Ist. Ja, wie soll ich sagen? Ist halt zensiert worden. Da ist ja um, sagen wir mal, Hitler geht, und die sind halt gegen Juden, alles mögliche, was es halt geht, ne? Ist kein schönes Thema, aber ich finde, die deutsche Version ist ja komplett umgestellt, das heißt, hat null damit zu tun, keine Hakenkreuze, kein gar nichts einfach. Ist okay. Ich meine, bei Filmen darf man das, ne? Bei Videospielen ist es wieder ein anderes Thema. Kann ich andere Sachen verstehen, aber auch nicht verstehen. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Dann kommen wir zu Platz 7. Shadow of the Tomb Raider hat bei mir 91% bekommen. Grafik, ja, sieht super aus. Und die Schauplätze sind auch perfekt gemacht. Das einzige Mangel ist halt, ja, wie soll ich sagen, dieses zufallmäßige Action. Oder die zufallmäßige, überall wo sie kommt, zerstört sich die alles. Ist zwar ein bisschen realistisch, nicht so realistisch, wie es eigentlich ist, aber so gibt es halt in Action, ne? Und wie immer Trinity am Start, wo man halt, ja, die sich immer in den Weg stellen, die Trinities. Und es gibt auch eine Gruppe von Untoter? Nein, das sind solche, wie soll ich sagen, das sind Leute, Ungeborene, Geborene. Und ja, ist nicht schlecht, aber war mir ein bisschen zu viel Action.
So, und jetzt kommt Platz 6. Detroit Become Human. Hat auf jeden Fall Respekt von der Grafik und allem drum dran. Und hat mir auch Spaß gemacht. Ist kurz und knapp gehalten. Je nachdem, wenn man einen Fehler macht, kann man den nicht mehr gut machen. Dann ist es halt so. Das hat mich ein bisschen gestört. Ist da ein bisschen, ne? Aber die Emotionen und die Traurigkeit und alles fand ich gut umgesetzt und die Emotionen waren auf jeden Fall echt. Wurde ja alles ja mit echten Leuten, Schauspielern dargestellt. War cool zu sehen. Zum Schluss hat ich ja nochmal alles gesehen, wie die es gemacht hatten. Sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Mit ganz normalen Gegenständen allen drum dran. Eigentlich nichts Großartiges, aber haben sowas Gutes dargestellt. Das ist schon heftig. Hat mir gefallen. Und dass es mehrere Wege gibt, war auch nicht schlecht. Hab es zum zweiten Mal durchgespielt, aber war am zweiten Mal auch ein bisschen langweiliger als beim ersten Mal. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Assassin's Creed Odyssey, Platz 5. Ja, Odyssey ist ja ein Spiel, was ja, jedes Jahr kommt. Und mir gefällt die Szenerie, aber hat 92%, da das werde ich auf jeden Fall nochmal in den Endquests sagen. Das Spiel ist noch nicht durch, deswegen habe ich es aber trotzdem mal reingebracht, weil ich habe ja jetzt, obwohl größtenteils habe ich es nicht gespielt. Geht noch um die Hälfte, über die Hälfte. Aber da, man kann ja mit Schiff fahren, man kann Insel zu Insel fahren und am Land kann man auch durchgehen. Muss man aber nicht, man kann auch Schnellreisepunkte hinzufügen, muss man aber dafür erstmal die Insel finden, ne? Also so ist es nicht. Und da hat man ja zwei Charaktere, die man spielen kann, entscheiden kann. Man kann entscheiden, was man sagt, was man nicht, was man anzieht und. Hat also mehr Rollenspiel-Feeling als die anderen Teile. Ich würde sagen, das ist schon ein Rollenspiel. Wie das hier ist ein bisschen anders, ne? Weil Assassin's Creed Origins, Platz 4, ist höher gestuft als Platz, als Odyssey. Hat 1% auch mehr, weil aus dem Grunde, ja, ist jetzt nicht Odyssey, aber ne, Origins. Odyssey, ist ein bisschen Verwechslung, aber Odyssey, das neue Spiel, hat ein Makel, und zwar, dass die Zivilisten einen angreifen. Ich finde das so dämlich, dass die Zivilisten einfach einen angreifen, da ist man nachher, ja, den Zivilisten haben wir den getötet, dann kommt noch mehr Gefahr, noch mehr Gefahr, noch mehr Gefahr. Das ist so ätzend. Da kommen die nächsten Zivilisten, da kommen die nächsten Zivilisten, alle greifen einen an. Das ist so ätzend. Und Origins, die jetzt gerade da sind, ist cool gemacht. Ja, gutes Showdown und gutes Zeitalter. Noch allen vor den ganzen Assassinen. Bevor die Assassinen, die Gründung der Assassinen sozusagen. Und ich mochte das mit Pyramiden und. Die Wüste. Und dann kommen wir zu Platz 3, Red Dead Redemption 2. Gut, es läuft jetzt nicht momentan so lange. Ich glaube mittlerweile jetzt 10, 11 Parts. Aber ich habe es schon einen Ticken durchgespielt. Also ich würde sagen über 40%. Also erwartet noch was uns. Ich mag das, die Szenerie auf jeden Fall, dieses Western. Hat zwar ein bisschen langweiliges, denkt man so, oh ja, ist langweilig, aber die Umsätze von GTA sind richtig ins Spiel reingebracht worden. Halt, da hast du einen Nebenquest, da hast du einen Nebenquest, immer was anderes. Es ist nicht gleich von allem, was man denkt. Also gleich ist es nicht, dass man nur ballert, aber es hat mega viele Sachen, wo man denkt, okay. Okay, größtenteils ist Schießerei, das gebe ich zu, aber andere Sachen, die man halt so macht und
ich suchte das momentan echt gut. Das ist eigentlich schon bei jedem neuen Spiel, aber ich mag's. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht bei dem Spiel. Kommen wir zu Platz 2, Super Mario Odyssey. Ja, hat 95% bekommen, weil ich mochte es wieder, ein neues Super Mario zu spielen und haben die auch FIFA getoppt. Gerade auch mit den Verwandlungen und. Ich war auf jeden Fall ein gutes Spiel, gute Idee, die die neu ausgebracht haben. Muss ich schon sagen, dann gab es ja noch diese 2D-Spiele und. Die ganzen Gegner, in denen man sich verwandeln konnte und die dabei attackieren konnte und. Und die Ideen daraus war auch mega gut umgesetzt. Also, mich hat's gefallen. Die Grafik war auch optisch gut. Hat dieses kindliche Grafik-Touch und gut ab. Ich freue mich schon auf das nächste Super Mario, was kommen mag. Also bei denen habe ich nur Gutes im Blick. Super Mario. Und ja. Und die ganzen Welten fand ich auch richtig cool gemacht. Die Gegner auch gut umgesetzt und die Ideen dazu einfach nur Hammer. Ja, und wer Platz 1 ist, ist God of War. Mit 96% hat es geschafft. Hat auch den Game Award geschafft, der 2018 war. Und das Spiel ist einfach der Hammer. Man muss sich die anderen Teile gespielt haben. Das Spiel, man steigt ein und lernt daraus. Mit und mit. Ich meine, dass er vorher mal Gott war und alles, das war ja auch so geschichtlich da. Aber ja, die Innovation, die Gegner und die Charaktere waren echt schon cool umgesetzt und hat mir gefallen. Vor allem, dass der kleine Junge, der Assistent von ihm ist, halt der Sohn von ihm. Und der, ja, das ist halt so die Ankündigung, dass er in Rente geht und der Junge dann als nächstes der neue God of War ist. Sagen wir es mal so. Und darauf freue ich mich. Und schauen, wie es weitergeht. In allem war es in diesem Jahr ein super, ja, gutes Jahr, würde ich sagen. Ein paar Spiele habe ich vermisst dieses Jahr, aber kommen wir 2019 dazu. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.